Und wir hier bei Olafs Klüppen versuchen natürlich immer ganz nah dran zu sein an der Lebensrealität der Menschen draußen. Aber wir wissen es, wir leben natürlich trotzdem in einer totalen Scheinwelt hier, also in einer illusionistischen Blase. Denn Olafs Club, wir sind ja ein sehr junges Format. Also wir haben ganz viel junge, dynamische Künstler. Der Moderator, ein absolutes Küken. Ja, ich weiß, da war Häme im Applaus. Ich nicht mehr am Anfang. Ich weiß selber, ich bin jetzt so in der Mitte. Ich bin jetzt so Generation Milf oder Milfist, Milfer. Aber insgesamt ziemlich jung, ziemlich frisch. Und die Gesellschaft draußen, die ist natürlich insgesamt viel älter. Also sicherlich, es gibt ein paar Kinder, ein paar Studenten, aber der Rest sind Risikopatienten. Also die Menschen werden immer älter. Und es ist ja unsere Aufgabe, auch die im Prinzip jetzt schon die Jugend früh für das Altsein zu begeistern. Ja, also man muss eigentlich jetzt schon Kurse anbieten, sowas wie Siechtum für Einsteiger, ja, Modern für Fortgeschrittene. Also immer mehr alte Menschen kommen auf uns zu oder wir werden selber alte Menschen. Ist natürlich die Frage, wie werden wir diese Menschen beschäftigen? Und da brauchen wir individuelle Lösungen. Natürlich kann jetzt auch nicht jeder Wunsch erfüllt werden. Das ist ganz klar. Also nicht jede verwirrte, streitsüchtige ältere Dame kann Verteidigungsministerin werden. Da sind wir schon gut aufgestellt. So sind wir ein politischer Seitenhieb par excellence. Ja. Für viele Menschen wird der Weg sicherlich auch in eine Pflegeeinrichtung führen. Und das ist natürlich immer vor allem schwer für die Angehörigen der alten Menschen. Sie empfinden oft tiefe Scham, dass sie das Gefühl haben, nicht da zu sein für ihre älteren Verwandten. Und ich finde, diesen Prozess der Übergabe, den muss man irgendwie leichter machen, entbürokratisieren. Ja? Dass man die älteren Menschen, also bei den Babys geht es ja auch, ne? Also eben jetzt so eine Rentnerklappe. Ja? Da kann man ja so einen Pfeil dran machen, Ü80-Party. Und eine Betreuung in einem Heim oder in einer Heimeinrichtung ist ja per se nichts Schlimmes, wenn die Lebensumstände dort drinnen gut sind. Problematisch ist ja oft nur der Mangel an Fachkräften, also der Pflegefachkräftemangel. In Japan zum Beispiel oder allgemein in Asien löst man das ja durch technischen Fortschritt. Es gibt dort Pflegeroboter. Das finde ich unmenschlich. Das ist meine persönliche Meinung. Ich würde da andere Wege gehen. Also was ist mit Pflegetieren? Ja, so wie der Blindenhund ja, ein Freund des Menschen ist, ja, also dann warum nicht der Waschbär? So, oder die WC-Ente.